Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Factorio. Weiter geht's auch hier und jetzt. Und wir gucken mal ganz kurz, wo wir stehen geblieben sind. Ich hatte da was versucht und bin immer noch was am Versuchen. Ich erzeuge gerade oder stelle gerade einen Mod. Das funktioniert aber leider noch nicht so ganz, wie ich das möchte. Deswegen gibt es noch keine weiteren Informationen dazu. Aber ich bin dran. Deswegen, ja. Dann hatten wir ja angefangen zu planen, dass wir das mit den Drohnen hier alles selbst machen lassen. Und, sieht jetzt nicht so gerade toll aus. Ich vermute aber, das liegt daran, dass, dass hier kein Radar ist. So, und das ist meine Vermutung gerade. Weil die stehen jetzt alle irgendwo in irgendeiner Bude und chillen da ihr Leben. Obwohl hier noch ganz, ganz viel zu tun wäre. Genau. Aber okay, das werden wir dann mal nach und nach jetzt gleich aufschlüsseln. Das erste, was wir auf jeden Fall machen werden, die Produktion musste eigentlich durchgelaufen sein. Und wir müssten hier wieder ein paar Drohnen drin haben. Die holen wir kurz raus. Ups. Jo. Da sind auch, wie gesagt, ein paar reingekommen. Sehr gut. Die können wir nämlich dann hier unten einmal in den Verteiler schmeißen. So. Und dann haben wir da auf jeden Fall wieder welche drin. Wir nehmen Nanos mit. Auf alle Fälle. Und dann schauen wir mal ganz kurz, wo wir jetzt wirklich noch was machen müssen. Also, wir hätten diesen Step hier. Den hatten wir jetzt nochmal eben mit eingefügt. Müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir die zwei irgendwo schon drin haben. Holz haben wir. Papier hatten wir, glaube ich. Oh ja, Papier haben wir auch. Das haben wir auf jeden Fall nicht. Aber das sind ja so oder so Sachen, die immer mal wieder reinkommen. Ja, und den Rest könnten wir eigentlich... ich bin hier am Überlegen, ob wir das nicht alles in einem Zug irgendwie dort machen. Den Mut lassen wir anliefern. Das ist nicht das Problem. Und dann suchen wir uns hier noch irgendwas raus. Zum Beispiel hier sowas. Was wir auf jeden Fall im System... Ach, guck mal, Holz können wir auch nehmen. Dann haben wir es ja. Genau. Ich würde hier sagen... Produziere uns bitte eine und ab die Fahrt. Ich bin noch am überlegen, ob wir das hier bei der Forschung selbst mit reinschmeißen. Weil hier sind ja schon viele Sachen angeliefert, aber halt bei weitem nicht das, was wir brauchen. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube aber, wir werden das hier unten mit reinschmeißen. Wir gucken mal ganz kurz, was wir brauchen. Also wir machen mal die Einkaufsliste auf. Und dann gehen wir kurz einkaufen. Und produzieren alles. Also... Wir brauchen zwei Komposter. Komposter. Zwei Stück, die waren da, ne? Genau. Wir brauchen Platten. Zwei Komposter. Check. Dann zwei Liquid. Zwei Liquid. Die sind da. Zwei Liquid. Check. Dann brauchen wir 13 Seed Extraktoren. Obwohl, warte mal, brauchen wir überhaupt so viel? Moment mal. Das wäre jetzt das kleinste Band gewesen, oder was? Nee, noch nicht mal das. Okay, na gut. Na gut. Sportlich, sportlich, meine Freunde. Also, 13 Speed-Analysatoren. Wir haben 3. Wir haben... 4. Wir haben 13. Dann brauchen wir noch. Wir gucken mal ganz kurz in den Zug rein. Wir bräuchten noch die, die haben wir. Das haben wir, das haben wir. Ich glaube, wir haben alles. Entschuldigung. Okay, dann fahren wir einmal nach da unten und gucken, ob wir das eben aufbauen
könnten, sollten, möchten, dahin. Genau, dass wir die neue Forschung auch mit reinschmeißen können, beziehungsweise die alte Forschung. Na, da sind ja hier relativ viele Sachen noch bei, die wir dann erforschen können. Also was heißt viele, aber so zwei, drei Sachen, die können wir dann auch nochmal da durchjagen, was uns ja noch weiterhelfen würde. Warum werden die eigentlich nicht erforscht? Ah, deswegen, alles klar. Okay, naja. Genau, ach stimmt, deswegen wollten wir es ja eigentlich machen, ne? So, okay. Wir nehmen mit. Das da. Das da. Wir lassen hier das hier. Dass wir das noch mitnehmen können. Dann wird es langsam eng hier. Ich schau mal, was wir hier so zaubern können. Also wir brauchen den Input von Holz. Wasser. Haben wir hier schon Wasser? Nee. Doch, da unten. Da ist Wasser, alles gut. Also Wasser haben wir auch. Und Mutsch. Mutsch haben wir auch nicht. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Bänder. Ich gucke gerade. Also die hier könnten wir zusammensetzen. Naja, ein Glück. Ach, wir haben da... Oh. Oh. Was denn hier los? Das schmeißen wir ganz kurz raus. Und was wollte ich rausschmeißen? Das da. Und das da schmeißen wir auch mal ganz kurz raus. Dass wir ein bisschen Slots haben. So, und zwar, wir machen hier rechts das, links machen wir Kupfer. So. Dann müssten wir das nur einmal hier ummodeln. Und zwar... Ups. Werden wir es hier einfach ganz einfach machen. Auf der einen Seite darf jetzt nur noch Kupfer raus und dann ist gut. Kupfer. So. Okay. Wäre es nicht besser, wenn wir ihn dafür benutzen? So. Okay. Dann hätten wir das. Fertig. Dann hätten wir schon mal zwei Slots. Wir brauchen noch einen. Was können wir hier noch zusammen clustern? Obwohl, eine Sache können wir ja oben rausholen. Alles gut. Also, dann werden wir hier jetzt rausholen Holz und Papier. Holz und Papier. Ja, ist doch gut. Papier. So. Dann müssen wir noch Holz und Papier anfordern. Holz, Papier da unten. Minus 5000. Und Holz. Minus 5000. Okay, das haben wir. Dann machen wir da hinten eine kleine neue Anlage hin. Und ja, schauen mal, ob das funktioniert, was wir vorhaben. Aber ich denke schon. So, das haben wir. Und wir brauchen natürlich noch Mutsch. Mutsch hier muss ja auch noch angeliefert werden. Mutsch. Auch minus 5000. Ups. So. Den werden wir jetzt hier oben rausholen. Hier werden wir auch jetzt direkt die Combine. Also das müssen wir tatsächlich öfters machen, glaube ich. Dass wir sagen, rechte Seite, linke Seite. Ist eigentlich ein bisschen besser. Aber naja. Sollten wir einfach mal jetzt immer ein bisschen mehr drauf achten. Okay. Wir haben das alles. Also die zwei Kompressoren. Einmal hier hin, einmal dorthin. Die machen aus Holz. Machen die Kompost. Dann schieben wir die einmal darüber und sagen hier Holz.
Klack, klack. Einmal Laterne. Ich muss noch ganz kurz was überlegen. Wäre es nicht ratsamer? Für was brauchen wir Holz noch? Brauchen wir Holz nochmal? Ja, brauchen wir. Okay, dann machen wir weiter so. Ich war am Überlegen, ob wir das Holz irgendwie anders umlegen, aber alles gut. Und so, dann brauchen wir 6. 6 Crafter. 6 Crafter. Heißt also im Umkehrschluss, wir müssen hier. Oh, hier. Schon mal. Ups. Wieder falsch. Hier müssen wir schon sagen, Mutt soll auf die linke Seite. Da wir ja sagen, wir teilen das schon hier. Oh, wir haben gar keine. Wir haben ja gar keine Greifer mit. Ich hole mir mal ganz kurz ein paar Greifer. Die habe ich vergessen. Ja, Greifer. Da. 13 Stück. Oh, das wird aber ein bisschen eng, ne? Das wird aber ein bisschen sehr eng. So. Dann würde ich nämlich das direkt hier wieder rein schmeißen. Aber bitte auf kurz. Auf kurz. So. Warum ist mein Inventar voll? So, wegen denen. Alles klar? Okay, dann. Die 6. Fabriken. 2, 3. Wir bauen das erstmal auf. Dann gucken wir mal weiter. Und zwar hier bauen wir dann die Säule. So, die Erde. Die Erde. Einmal von weit, einmal von nah. Einmal Pfosten hier hin. Und da kommt das Zeug raus. So. Okay. 6 Stück haben wir gesagt. 3, 4, 5, 6. Waren das wirklich 6 oder waren das 4? 6 tatsächlich. Okay. Okay. Dann haben wir das. Hier brauchen wir ja gar nicht. Die brauchen wir ja gar nicht. Wir warten ja auf Mutt. Mutt ist aber noch nicht da. Okay, die kriegen noch Strom hier, die Dinger. Gut, dann tauschen wir die einmal aus. Dann haben wir das. Check, check. Alles easy. Also, Punkt abgeschlossen. Punkt abgeschlossen. Dann brauchen wir die 2 Liquid. Da kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr rein. Wir gucken mal. Das war Liquid. Ich glaube, der will auch das Wasser jetzt, ne? Oder? Ja, genau. Der wollte nämlich jetzt auch das Wasser. Und da kommen hier diese Seedling-Nest. Seedling-Nest. Okay, okay. Okay, kurz überlegen. Da ist das Wasser, das ist nicht das Problem. Ich weiß gerade noch nicht genau, wie ich es mache. Ich glaube einfach ganz stumpf so, oder was? Ganz stumpf so. Ihre Amazon-Lieferung wird geliefert. Ich weiß nicht, ob man den Mail-Blog von Alexa gehört hat. Okay. Das ist da. Das ist da. Hier kommt jetzt noch Mut durch. So, okay. Hier würde ich nämlich jetzt mal ganz kurz was ein bisschen umbauen. Den zwar raus und den auch noch mal ganz kurz weg. Dann kommt nämlich hier. Moment. Was kommt jetzt noch mit? Der Kompost. Okay, alles klar. Der Kompost kommt nämlich mal mit. Auf die Seite bitte. Mhm. Den setzen wir einmal um. Den setzen wir auch einmal um. So.
Dann bauen wir das nämlich einmal ganz easy so. Andersrum. So rum. Okay, dann haben wir das nämlich auch schon fertig. Cool. Warum cool? Platzsparend, schnell, easy. Ganz leicht heute. Heute ist ganz leicht zu bauen. Heute ist easy. Okay. So, Step Up geschlossen. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Papier. Für drei. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, wird das und das gleich zusammengeschustert. Genau. Deswegen könnten wir eigentlich sagen. Nee, der. So. Und der, der und der. Gehen dann mit da drauf. Dann haben wir das nämlich auch komplett schon. Fertig. So. Das. Dann das. Das. Und hier wird dann, was produziert? Holzbretter. Punkt. Keine Ahnung. Skull. Ich kann nicht an Englisch. Ich kann immer noch kein Englisch. So, 13 von denen bräuchten wir. Also von diesen Seed Analysern. Die haben wir hier. Die würde ich jetzt auch einfach mal hier ganz stumpf hinbauen. Oh, so nicht. Tja. Ich weiß halt nicht, welche wir hier am Schluss benutzen werden. Ich werde hier auch jetzt nicht Großartiges hinbauen, glaube ich. Wir müssen das nachher mal checken, wie wir das machen. Weil wir werden. Oh. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas Richtiges bauen können. Den tun wir auf kurz. Dann würde ich sagen, kopieren wir uns das einmal. So. Gut. Okay, das ist auch fertig. Dann haben wir das fertig. Dann brauchen wir jetzt die 7 Maschinen für die Endproduktion. 7 für die Endproduktion. Auch hier wird es relativ easy, weil wir eigentlich schon alles stehen haben. Strom machen wir im Nachgang. Wir brauchen hier noch Granulat. Das da. Dann würden wir das jetzt einmal kopieren. 7 Mal. 1, 2, 3, 3, 6, 7. Okay, Produktion läuft. Wir sind fein. Den Step haben wir auch. Und somit haben wir jetzt nur noch die letzten Sachen. Und zwar hier der Output. Und das zusammen in 7 Maschinen. Und dann hätten wir die nächste Forschung. 2, 3. Achso, warte mal. Hier machen wir wieder dasselbe Spielchen wie gerade eben. Aber mit einem Zusatz. So, mit dem Zusatz, dass wir das hier einfach ein- und rausschmeißen. Okay, das da einmal kopieren. Achso, wir könnten eigentlich direkt das Rezept reintun, ne? Das da. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da machen wir das weg. Strom. Und wir brauchen nochmal Greifer. Wir bräuchten nochmal ein paar Greifer. Aber dass keine Mutt kommt, da müssen wir nachher mal auf jeden Fall gucken, warum wir hier keine Erde bekommen. Habe ich richtig eingestellt? Ja, habe ich. Okay, dann frage ich mich gerade wirklich, warum nichts kommt.
Das ist interessant. Das ist interessant. Gucken wir jetzt gleich direkt. Ja, okay. Ja, okay. So, binden wir das jetzt noch an. Ja. Kein Platz mehr im Inventar. Gratuliere. So. Flitzen wir einmal hier hin. Nach da. Und schauen mal, wo wir das hiermit einpflegen können. Also, die kommen mal ganz kurz rein. Kann ich hier irgendwas... Habe ich irgendwas mit, was ich hier irgendwo reinschmeißen kann? Nein. Ich hasse es, keinen Platz zu haben. Ich hasse es. Ich würde hier gerne... Okay, warte mal, ich muss hier doch noch weitermachen. Ich würde die gerne tatsächlich zusammenfügen. So. Das ist so ein Problem, wenn man keinen Platz hat. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da oben so viele Masten mit habe. So. Das kommt einmal weg. Das kommt einmal weg. Das kommt einmal weg. Und dann hätten wir nämlich hier genug Platz. So, wir müssen nochmal hoch. Holen uns nochmal 7 Förderbänder. Und dann haben wir's. Und dann haben wir's. So, die Ladedinger habe ich auch noch. Ich habe hier noch die ganze Chose mit vom letzten Mal mit dem Bauen von den Drohnen. Genau. Das ist hier auch noch da. Okay, so, dann würde ich sagen, machen wir so. Bereiten wir schon alles vor. Für den Multi. Und dann haben wir tatsächlich aus meiner Sicht fertig. Aus meiner Sicht sind wir fertig. So, wir nehmen noch unsere Erde mit. Und dann haben wir es hier. Wir gucken noch mal ganz kurz oben rein, warum hier nichts kommt. Weil die alle voll sind, alles klar. Also hier müssen wir auch noch mal irgendeine Anlage bauen. Hier hatten wir doch eine Anlage sogar gebaut. Hier ist ja sogar irgendwas am Stehen. Hello? Okay, wir müssen auf jeden Fall kurz hoch, da ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.